Jo, meine Freunde, was geht ab bei euch? Biber hier am Start mit einem neuen, für YouTube exklusiven Case-Opening. Und wie soll es auch anders sein, zu der neuen Operation Blatter und natürlich die Falcon Cases. 10 Stück an der Zahl, eins hat mich 3,60 € gekostet und hier nochmal die Schlüssel für 22 €. Also grob gerechnet 60 €, also mal wieder How to waste 60 € in 3 minutes. Oder wie auch immer, wie lange das Video hier dauert. Und nun ja, ich bin mal gespannt, wer mein Review-Video zu der Operation noch nicht gesehen hat, der sollte in der Endcard bzw. unten in der Beschreibung auf mein letztes Video klicken oder einfach auf meinen Kanal gehen, wie auch immer, falls ihr euch fragt, was sind hier die Ränge, die, alles, ich habe alles erklärt, wirklich alles. Guckt euch das letzte Video auf jeden Fall an und ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, also, wow, ich habe wirklich mega Bock einfach auf diese AK und diese AWP, also wirklich, ich brauche einfach das hier. Oder halt, nein, sag ich auch nicht nein, ja? Puh. Also, auf geht's, ab geht's. Go! Nein, das ist nicht gut. Aber jetzt kannst du mir mal angucken. Wow, sie sieht scheiße aus. Wirklich scheiße. Ich habe gestern eine gedroppt bekommen, auf Zoo war das, glaube ich, genau, oder? Nee, auf Rails habe ich eine gedroppt bekommen und im Zoo, im Matchmaking Warm-Up, habe ich eine aufgemacht. Das seht ihr übrigens auch in meinem Review-Video. Und, es war auch bescheiden. In Stat-Track wäre die bestimmt noch einiges wert gewesen. Okay, die Torque. Ja, die ist locker fieldtestet wahrscheinlich. Fieldtestet MW, keine Ahnung. Wobei, ich muss sagen, wenn ich sie jetzt so sehe, sieht sie gar nicht mal so schlecht aus. Egal, weiter geht's. Hi, Gibbon! Ah, das tut so weh, ne? So, bei jedem Klick immer so 7 € knapp weg. Oder was laber ich überhaupt für 7 €? Knapp 6 €, so. Die Ranger. Naja, gut. Obwohl, geht eigentlich, ne? Aber jetzt auch nichts Tolles. Nichts Tolles. Auf geht's! Nun gut. Die scheint aber Factory New zu sein. Die andere. Ah, okay, so geht sie ja noch, wenn hier auch noch ein bisschen was dran ist. Keine Ahnung. Puh, shish. Nein, das Glück ist nicht auf meiner Seite. Ich ziehe echt nur diese wunderbare UMP. Herrlich, herrlich. Also wenigstens mal, was ich ja wirklich feiern würde, die hier, die Galil AR. Ich finde, habe ich auch mal im Review gesagt, das sieht eher aus wie so ein Pink-Skin. So ein Statrek FN, da würde ich absolut nicht nein sagen. Und es ist, oh, immerhin mal ein lilaner Skin, die Negev Loudmouth. Ach, die sieht ja, Alter. Die sieht aus wie die Chatterbox. Oder? Ja, unnormal. Ich frage mich, warum die nicht auch Chatterbox genannt haben. Ist wahrscheinlich vom selben Designer. Sieht sehr, sehr ähnlich aus. Das sieht man auf dem kleinen Vorschaubild nicht, aber finde ich echt ganz amüsant. Finde ich echt gar nicht mal so übelst verkehrt. Und bleibt da stehen. Ja, die MP9 Ruby Poison Dart. Ja, geht eigentlich auch. Also auf jeden Fall, als diese Standard-Poison da, diese komische grün graue damals, fand ich nämlich mega hässlich. Und ja, super, wieder die Ranger. Also das läuft ja wie am X-Schnürchen. Hammer. Ja, ich hab ja gesagt, how to waste 60 €. Oh, da war gerade die Yellow Jacket, dann war da noch die Cyrex und ich bekomme natürlich mal wieder eine Ranger. Fast hätte ich sogar noch mir so eine komische Riot bekommen. Das ist der Wahnsinn. So, letztes Case. Auf geht's. Ja, da fliegt nur Pink vorbei, das bedeutet, ich bekomme Blau. Super. Einfach genial. Ah, und die ist wahrscheinlich besser. So, jetzt können wir uns das Ganze mal angucken. So, abschließend, so, was haben wir denn hier? Oh, die waren besser, die wahrscheinlich, naja, well-worn, field-tested. Oh, die ist wenigstens mal Factory New. Field-tested, minimal wear, field-tested, minimal. Okay. Nun gut.
Nun gut. Was soll ich dazu noch sagen? Es ist nicht gut gelaufen, aber ich denke mal, vielleicht mache ich morgen noch ein kleines Case-Opening, nochmal mit 10 Stück. Und dann würde ich mal sagen, bis demnächst und vor allem vergesst nicht zu liken, ihr Wichser! Yo, what up, boy? Du bist ein Fuckboy. Ich hab Bock wieder da, Robert Duckboy. In den Streets hol mich Heat auf dem Blockboy. Spit the rhymes auf dem Beat, so wie Eminem.